Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Special zu der Modifikation Velaya, die Geschichte einer Kriegerin. Ich sehe gerade, ich befinde mich vor der Kneipe zur Toten Harpie und in einem Let's Play von Commander Chase, liebe Grüße an dieser Stelle, ist mir aufgefallen oder ist uns aufgefallen, dass wenn wir mal so ein bisschen hier um die Ecke gehen, dass dann plötzlich da oben so ein Schiffchen da ist. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Das liegt am Winkel hier, auf jeden Fall. Aber warum ist es überhaupt da? Das liegt natürlich am DX11-Renderer, wenn wir die Taste F11 drücken. Und hier oben die Object-Draw-Distance auf volle Kalotte 100 stehen haben und sie dann weiter runter regeln, würden wir das Schiff nicht sehen. Achtung, weg. Zack. Also, Scotty, materialisiere das Schiff wieder, wenn wir hier die Draw Distance erhöhen. Das ist kein Fehler, das ist einfach die super Reichweite des Renderers. Das Schiff hat natürlich bestimmt im Spiel eine Funktion, weil das wird irgendwo mal woanders hingespawnt, denke ich mir. Ich weiß es nicht, aber lasst uns doch mal gucken. Oh, da ist Errol. Hallo Errol! Aber lasst uns mal gucken, was sich auf dem Schiff befindet. Scotty, beam me up. So, wie ihr unzweifelhaft hier feststellen könnt, befinde ich mich hier auf dem Schiff. Eine Anmerkung ist zu tun, wenn ich den Winkel ändere, dann seht ihr, dann gehen die kleinen Objekte weg und dann irgendwann mal geht das ganze Schiff weg. Also kann ich das Schiff nur untersuchen, indem ich halt eben ziemlich steil darauf gucke. Und es ist natürlich nicht beabsichtigt, dass man hier auf das Schiff rumfliegt oder auf das Schiff hier gelangt. Ich war halt eben nur neugierig und wollte unbedingt wissen, was ist denn hier eigentlich auf dem Schiff? Gut, okay, jetzt gehen wir mal hier in die Putze rein. Eben habt ihr gerade Rum und Grog gesehen. Und ich werde die Sachen aber nicht auflesen, beziehungsweise nicht aufheben. Mal gucken. Ah, hier ist noch... Ah, schade. Da hängt noch ein Bildchen. Wie schon gesagt, wenn ich den Winkel flacher nehme, dann geht's weg. So, hier gibt es eine Truhe, aber da muss man einen Schlüssel für haben. Hm, dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Dann gibt es hier Schädel, Schatulle... Und was, einen goldenen Kelch auch noch. So, mal ein bisschen. Ah, ja. Wie schon gesagt, das ist nicht beabsichtigt. Das sind auch keine Fehler. Das ist einfach nur meine Neugier. Was ist denn hier noch drauf? Gut, jetzt springen wir mal eben kurz rüber. Jetzt mal auf das Vorderdeck. Habe ich es geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft. Ergo. Ergonomico. Moment. So, jetzt springen wir richtig drauf. So, was gibt's hier vorne noch? Mhm, nur Fässer. Nur Flavor-Fässer und Flavor-Kisten. Okay, geht's weiter runter. Upsala. Gucken. Im Bug. Ein kleiner Lederbeutel. Ah, sorry, das flackert ein bisschen viel. Deswegen muss ich noch ein bisschen den Winkel steil halten. Bisschen Kanonenkram. Erzbrocken, Gold, beziehungsweise Münzen. Kann mir jemand sagen, ob das Schiff wirklich im späteren Verlauf des Spiels einen Zweck hat? Hier gibt es noch Spruchrollen. Und noch eine weitere Truhe und ein bisschen Gold. Hm, dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Ja. Haben wir jetzt untersucht, das Schiffchen. Okay, kann mir jemand vielleicht eventuell erzählen, was das für ein Schiff ist? Das wäre cool. Schreibt in die Kommentare, liked me. Ich bedanke mich für euer Zusehen.